So, hier wieder ein bisschen mit Erde. Schwupp. Das können wir so erstmal absetzen hier. Dass es natürlich auch entsprechend ein bisschen halbwegs gescheit aussieht, wenn es dann irgendwann alles grün wird. Das mit den Bäumen da oben noch ein bisschen harmoniert. Dann passt das ja. Okay. Ja, so langsam kommen wir jetzt dahin, wo wir hinwollen. Haben das wenigstens schon mal geschafft. Da ist da oben auch wieder ein bisschen Vernunft drin. Voilà. Wie gesagt, mehr oder weniger. Ne? Soll jetzt auch kein Meisterwerk werden hier. Dass wenigstens diese Kante ein bisschen stufenförmig darüber ragt, so. Die Bäume erstmal, die wir alle jetzt wegschnitzeln, dann irgendwann wieder anpflanzen. Ich sag das hier, dass alles dieser Übergang nicht ganz so groß aussieht vielleicht. Und hier oben auch nochmal einen Absatz rein. Und dann haben wir es ungefähr so ein bisschen in Anführungszeichen stufenförmig. Ich muss noch mal gucken, das hier müsste man da eigentlich dazu noch mit wegmachen und hier quasi so schräg, damit es einigermaßen passt und stimmig wird, glaube ich. Naja, die Bäume halt irgendwann noch mit wegmachen. Ja, das nützt nichts. Irgendwann ist gut, irgendwann ist jetzt. Oh, da komme ich nicht hoch, das gibt's ja wohl nicht, ja. So, der kommt auch noch weg, Baby weg. So, und dann können wir hier eigentlich schon einmal drum rumlaufen, könnten hier die obere Etage noch wegzaubern, weil ich die jetzt nicht unbedingt hier sehe, so. Die kann weg. Können wir das einmal ringsrum so ein bisschen anpassen. Fast wie so eine kleine Pyramide dann wahrscheinlich. Oder wie ich auch immer gerne sage, Trapezberg oder Plateau. Wie das eben hinten bei der Kirche, bei dem Berg, wo oben unser Wald drauf steht. Da haben wir das auch so gemacht. So, der wächst in den rein, also müsste der hier theoretisch dann auch noch weg. Und demzufolge auch der hier. Okay, da sammeln wir natürlich jetzt wieder jede Menge Setzlinge auch ein hier. Dann müssten wir halt gucken, wie das am besten passt. Wenn das jetzt so ist, wie es bleibt, würde ich das mal schräg noch eins rübernehmen. So. Könnte man natürlich dann auch tendenziell hier unten noch so fortsetzen, aber ich weiß halt nicht gerade hier wegen dem. Ach, eigentlich nicht so, ne? Eigentlich, naja gut, klar, doch.
schon irgendwie. So ein bisschen. Schon irgendwie so ein bisschen. Nicht komplett bis vor, sonst sieht das dann auch wieder blöder aus. Aber hier so könnte man schon so machen. Mit dieser integrierten Schräge. So, bis hierher. Ja, und weißt du was eigentlich? Sogar hier so. Bisschen. Ne? So, dann haben wir das hier. Das wird jetzt dann zunehmend grün. Hier oben die Bäume sind alle miteinander verwachsen. Da droppt das Laub jetzt natürlich nicht. Also müssen wir die alle erstmal weghauen. Weil die eben, die sind ja aber auch alle miteinander verwachsen. Hier müssen wir ein relativ großes Stück Wald, glaube ich, jetzt gleich entfernen. Die dann aber natürlich jederzeit wieder nachkultiviert und aufgeforstet werden. Da ist das eben erstmal weg. Aber die werden wieder angepflanzt. Wie gesagt, wäre immer schön, wenn sowas auch in Real Life gemacht würde. Jeder Baum, der gefällt wird, einen neuen pflanzen. Aber leider nicht. So, das heißt, der muss auch noch mit weg hier. Und wahrscheinlich, ja, die Birke ist auch mit dem verwachsen, also die auch. Uiuiuiui. Na, da können wir uns Holzvorräte wieder füllen hier. Die sind ja hier. Das ist ja alles miteinander verwachsen. Verrückt. Also den hier noch weg. Und das hier mal so ein bisschen trennen. Den hier noch weg. Oh. Scheiße, jetzt habe ich keine Axt mehr. Ach, nö. Egal. Kriegen wir auch mit der Hand hin. Ich laufe jetzt jedenfalls nicht zurück und hole mir eine. Es lohnt sich nicht. Für die, keine Ahnung, hier noch 3-4 Bäume oder was. Können wir schnell so machen. Schlagen wieder mit der bloßen Faust auf unsere Bäume ein. So, trotzdem wieder mit Daytime 0. Ach nee, Quatsch, wie komme ich denn auf Daytime 0? Timeset 0. Oh, Daytime 0, ey, Alter, jetzt wird es aber Zeit zum Schlafen gehen langsam. So, das haben wir. Dann habe ich gesagt, den hier noch. Ja klar, Daytime, weil Tageszeit, ne? Aber Time Set, Zeit setzen auf 0 und 0 ist halt gerade, glaube ich, kurz nach Sonnenaufgang so. Wie gesagt, wie das berechnet wird, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass dann 18.000 Nacht ist oder Abend schon. Ich habe zum Beispiel im Kreativ habe ich es ja so eingestellt, dass ich ausschließlich nur mit Tagspiele, glaube ich, oder überwiegend, dann natürlich auch keinen Regen, weil der mich immer ein bisschen beeinträchtigt. Da habe ich ja teilweise Weather Clear und dann hier 10.000 eingestellt oder so. Also hier habe ich jedenfalls schon ewig keinen Regen mehr erlebt. So. Ah. Mal was da von dem Baum abfällt. Ein Apfel abfällt. So, jede Menge Setzlinge. Schön für uns. Hier kommen jetzt auch noch mehr raus und dann ist es hier oben erstmal relativ kahl. Ja. Können wir dann nochmal eine Runde drehen, glaube ich, hier oben. Fällt ja immer und überall noch was runter, aber ich würde fast sagen, dass wir hier noch eine Zeile
wegnehmen könnten. Obwohl, da kommt jetzt schon Stein drunter, also eigentlich... Ne, dann lassen wir's. Dann lassen wir's so. Ist dann auch noch. Packen wir das eher sogar noch hier hinten mit ein bisschen dran. So. Können wir dann hier später noch ein paar Bäume pflanzen da oben. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal so lange, wie es die Spitzhacke zulässt, hier noch ein bisschen mit weg. Beziehungsweise habe ich ja noch Spitzhacken. Also kein Problem. Hauen wir wenigstens den Berg hier aus dem... Ja, den Berg aus dem Berg. Da ist dann auch unsere 6. Cobblestone-Truhe, glaube ich, voll, wenn wir wiederkommen. Ob wir es am Ende mal brauchen, irgendwann zum Bauen mal wieder. Weiß ich nicht. Man könnte es natürlich auch umformatieren, durch den Ofen jagen und quasi Stein draus machen, normalen Stein, also Beton hier, wie ich immer schreibe, sage. Ja, und aus Beton natürlich auch wieder Klattenstein und so weiter und so weiter und so weiter. Hunderttausend Möglichkeiten. So, eine Spitzhacke weg, eine neue kommt hinzu. So, meine Seele durstet sich nach einem Schluck zu trinken, während ich mir mal ein bisschen die Felder angucke. Och, das ist alles so unpraktisch hier, weil der Schreibtischstuhl auch gar nicht mehr richtig rollt. Werden wir mal irgendwann einen kaufen hier mit 10 Zoll Rädern. Boah, eine rauchen wollte ich eigentlich auch mal. Ja, ist auch schon die letzte wieder für heute, siehst du. Ist die Schachtel schon wieder leer hier. Ja, also. Jetzt möchte ich das Mikrofon bloß wieder ein bisschen anders hier setzen, sonst zünde ich das hier noch an. Ja, eben, wie gesagt, das ist natürlich jetzt langweilig. Aber wann sollen wir es denn machen? Wir können doch immer wieder mal so eine Session hier machen und dran rumgraben. Sonst werden wir, wie gesagt, nie fertig. Und dann hoffe ich, wenn ich dann zurückgehe, dass die Leuchtbeeren mal ein bisschen gewachsen sind. Gehen wir nochmal durch die Felder und so und dann ist Schluss für heute. Also hängen wir jetzt noch eine hinten dran und dann hören wir auf. Wie gesagt, war nur eine Mini-Session heute geplant jetzt. An dieser Stelle um diese Uhrzeit. Nach der letzten relativ großen Session hier, wo wir glaube ich gleich 12 Stunden oder so aufgenommen hatten. Noch gar nicht so lange her. Aber wie gesagt, habe eben auch nochmal überblickt. Ich glaube, zwischen 17. und 18. Februar irgendwie so müssten wir uns jetzt bewegt haben. 19. Februar, wo wir die Vorproduktion gemacht haben. Obwohl jetzt gegenwärtig eben noch Januar ist, wo ich hier die Folgen gerade produziere. So, und Cobblestone nimmt da jetzt schon gar nicht mehr auf, weil out of Inventar. Da würde ich aber einfach mal ganz schlicht und ergreifend und salopp, wie ich bin, sagen, dass wir jetzt oben die Setzlinge einpflanzen auf dem Berg, damit wir wieder zwei Inventarplätze haben und die Erde dann auch gleich ein Stück weit mit hier unten verarbeiten können. Ich glaube, das werden wir auch machen. Eben auch noch ein ganz schön großes Stück, was wir hier abtragen müssen. Ich werde mal wenigstens die Spitzhacke noch zerfeuern hier. Und dann packen wir oben die Setzlinge drauf, füllen das mit Erde, machen dann ein bisschen den Bauern und hören dann auf. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge.